platzierte der Forscher einen Unterflügel auf einen anderen, der absolut identisch war, und es geschah etwas sehr Merkwürdiges. Das Teil löste sich von der Pinzette, schwebte ein paar Sekunden lang in der Luft und fiel dann langsam auf den Tisch. Die Flügelplatten haben offensichtlich miteinander interagiert. Viktor Stepanovich wiederholte das Experiment und wieder schwebte eine Flügelplatte über der anderen. Dann befestigte der Wissenschaftler mehrere Flügel mit einem Draht aneinander. Er bekam einen Chitinblock und nicht nur leichte Gegenstände, sondern sogar eine Reißzwecke schwebten problemlos über dem Block. Irgendwann verschwand die Reißzwecke sogar ganz aus dem Blickfeld, als hätte sie sich in eine andere Dimension bewegt. Rybennikow erkannte, dass er zufällig etwas anderes entdeckt hatte. Er entdeckte das Phänomen der Antigravitation. Später nannte der Wissenschaftler seine Entdeckung den Hohlraumstruktureffekt. Rybennikow brauchte 2 Jahre, um einen Flugapparat zu entwickeln, der auf diesem Prinzip basierte und eine größere Strecke zurücklegen konnte. Über seinen ersten Flug erzählte er Folgendes. Ich startete direkt von der Straße, weil ich dachte, dass um 2 Uhr nachts alle schlafen und mich niemand sehen kann. Der Aufstieg begann einigermaßen normal, aber nach ein paar Sekunden, als die Häuser mit den vereinzelt leuchtenden Fenstern unter mir blieben und ich mich in etwa 100 Meter über dem Boden befand, wurde es mir schlecht, wie von einer Ohnmacht. Ich hätte in dem Moment absenken sollen, aber ich tat es nicht und das war falsch von mir, denn eine mächtige Kraft hat mir die Kontrolle über Bewegung und Gewicht entrissen und zog mich unaufhaltbar in Richtung Stadt. Mit größter Mühe ist es mir gelungen, die Blockplatten notdürftig neu zu justieren, sagte Viktor Stepanovich. Die horizontale Bewegung begann sich zu verlangsamen. Erst beim 4. Mal gelang es mir, diese zu stoppen und über Sadulinka im Kirowski-Stadtviertel zu schweben. Nachdem ich mich mit Erleichterung vergewissert hatte, dass die böse Macht verschwunden war, glitt ich zurück, aber nicht in Richtung Vasnil, sondern nach rechts, nach Tolmatschew, um die Spur zu verwischen, falls mich jemand bemerken sollte. Wenn die Menschen die Erfahrung von Rybennikow genutzt hätten, könnten sie bereits vor 30 Jahren Autos, Flugzeuge und Benzin vergessen und sich in Luft fortbewegen. Rybennikow hat sich jedoch entschieden, seine Geheimnisse nicht preiszugeben. Und hier ist der Grund dafür. Warum gebe ich nicht den Kern meiner Entdeckung, das Prinzip und die Funktionsweise des Gravitationsfliegers preis? Erstens, weil es Zeit und Energie kostet, dies zu beweisen. Ich habe keines von beiden. Der zweite Grund für meine Geheimhaltung ist objektiver. Nur bei einer sibirischen Insektenart habe ich Antigravitationskraftstrukturen gefunden. Ich nenne nicht einmal die Ordnung, zu der die einzigartigen Insekten gehören. Sie scheinen am Rande des Aussterbens zu stehen. Wo ist die Garantie, dass das letzte Exemplar dieses Naturwunders nicht vernichtet wird? Andere scheinen etwas Ähnliches erfunden zu haben, haben es aber nicht eilig, es allen mitzuteilen, sondern ziehen es vor, das Geheimnis für sich zu behalten. Wenn man sozusagen neue Geheimnisse des Universums enträtselt, riskiert man, sich selbst in eine für die eigene Gesundheit sehr gefährliche Lage zu bringen. Oder der Umwelt großen Schaden zuzufügen. So war es bei mir. In meinen Fällen. Naja. Das ist das Einzige, was ich Ihnen sagen kann. Sozusagen preisgeben. Denn wenn man solche Apparate, solche Geräte den Machthabern geben würde, was würde dann geschehen, wenn man ein oder anderes Land mit Gravitationsflieger, Poltergeiststrahler, oder wie auch immer man sie nennen will, rüstet? Was wird dann passieren? Ich möchte nicht daran schuld sein. Es sollte lieber Science Fiction und Fantasie des alten Spinners bleiben. Ich musste diese Dinge auseinanderbauen, zerlegen und an verschiedenen Orten entsorgen. Viele versuchen, Rybennikows Erfahrung nachzumachen, bisher jedoch ohne Erfolg. Viktor Stepanovich war ein offener, wissensdurstiger, selbstloser und einfach ein guter Mensch. Gerade deshalb wurde ihm dieses Wissen offenbart. Und vielleicht ist der Tag nicht mehr fern, an dem wir unsere vierrädrigen, bodengebundenen Nuckelpinnen verlassen und auf individuelle Verkehrsmittel umsteigen, die nicht nur schneller, sondern auch sicherer sind als moderne Flugzeuge. Genau das hat Viktor Stepanovich gemeint.
Aber um Objekte in der Luft zu bewegen, muss man nicht unbedingt improvisierte Mittel oder Erfindungen der Wissenschaft anwenden. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, und zwar die Telekinese. Wenn Gegenstände gewichtslos werden und sich wie von selbst durch die Luft bewegen. Nun, nicht ganz von selbst, sondern doch mit Hilfe von Menschen.